Tja, ACA Turbokarte, Pi-Storm, Vampire, braucht man das alles? Naja, brauchen ist natürlich immer relativ, wenn man von unserem Hobby spricht. Aber ich werde gelegentlich mit der Frage konfrontiert, warum ich denn sowas hier im Museum nicht habe. Das eine Thema ist natürlich Platz, wie immer. Denn der ja anstehende Platzmangel hier ist im Prinzip Begründung für alles, was ich halt gerade hier nicht am Start haben kann. Und auf der anderen Seite, ich bin halt so ein bisschen der verbohrten Ansicht, dass ein Museum vor allem altes Zeug auszustellen hat, klassisches Zeug, zeitgenössisches Zeug. Und da gehören für mich einfach die moderneren Beschleuniger noch nicht dazu. Vor allem wichtig für mich ist zu zeigen, was man aus den alten Kisten herausholen kann. Und deswegen auch hier dieses Amiga 500 Setup. Was haben wir? Im Prinzip ist es ein ganz normales Kassengestell, Amiga 500, 7,09 MHz, das heißt, wir haben ein PAL-Gerät. 512 KB an Chip-RAM sind standardmäßig drin und obligatorisch haben wir natürlich unten im Trapdoor-Slot auch nochmal ein halbes Megabyte zusätzlicher Arbeitsspeicher dran. Angeflanscht ist, und das ist schon etwas avantgardistisch in der damaligen Zeit, ein A590 Festplattencontroller, der seinerseits noch einmal 2 MB Fast-RAM mitbringt, was richtig viel Stoff für die damalige Zeit ist und was alleine durch seine Anwesenheit noch mal für einen kleinen Geschwindigkeitsboost sorgt. Das Einzige, was hier nicht ganz original ist, ist die Festplattenlösung im A590. Hier drin läuft keine SCSI-Kreissäge oder ein XT-IDE-Dinosaurier. Nein, hier drin habe ich dem Ding einen SCSI-to-SD-Adapter besorgt, damit halt eben einfach die Betriebssicherheit hier im musealen Umfeld gegeben ist. Und trotz alledem, ja, dass hier nichts Modernes am Laufen ist, kann man auch hier mit einem normalen Amiga 500 für ein paar A's und O's sorgen. Zum einen natürlich die Spiele, die drauf laufen, ganz normal. Ja, da kommt die Diskette rein und dann startet die Kiste davon ganz normal, wie man das halt eben kennt. Die Festplatte an sich und die 2 Megabyte, die bringen die Möglichkeit mit, hierauf tatsächlich WHD-Load laufen zu lassen. Natürlich nicht in einer riesengroßen Geschwindigkeit. Selbstredend funktionieren auch die ganzen AGA-Titel nicht, denn der A500 hat nun mal keinen AGA-Chipsatz. Und mit nur 2 MB Arbeitsspeicher, ja, da gibt es natürlich auch Begrenzungen. Wobei die 2 MB dann uns tatsächlich nicht zur Verfügung stehen, denn das, was ihr hier seht, das ist das Standardbild von damals, die blaue Workbench, und das bedeutet, wir haben es entweder mit Kickstart 1.2 oder in diesem Falle hier Kickstart 1.3 zu tun. Aber wenn man 2 MB an Fastram zur Verfügung hat, dann hat man die Möglichkeit, ohne den Amiga großartig aufschrauben zu müssen, ein anderes Kickstart zu laden. Und naja, die Vokabel dafür nennt sich Rekick. Und das können wir hier einfach mal tun. Der Amiga merkt nämlich ganz am Anfang durch seine angepasste Startup-Sequence, dass mehr wie 2 MB Arbeitsspeicher vorhanden sind. Deswegen fragt er jetzt hier Rekick 3.1. Nicht denken, dass er das von Haus aus so machen würde. Ich habe dafür selbstverständlich die Startup-Sequenz anpassen müssen. Also Rekick 3.1, da sagen wir Jo. Und dann tut das Programm Rekick seine Arbeit. Das sieht aus wie eine Fehlermeldung, ist aber nur der Hinweis darauf, dass es die Beta-Version von Rekick ist. Und dann wird eben das Kickstart 3.1 in die 2 MB Fastram des A590 reingeladen und davon startet dann die Maschine. Und hier haben wir unsere bekannte, ja, graue Workbench. Und Proof of Concept, damit es funktioniert, wir haben hier WHD-Load drauf und hinterlegt als Testspiel habe ich Katakis. Das Ganze stammt noch aus der letzten Einsatzphase dieses Amigas drüben im Highscore-Raum, als Katakis unser Highscore-Spiel war. Soll aber jetzt gar nicht großartig darum gehen, sondern, dafür machen wir nochmal einen Reset,
sondern um, ja, ganz platt gesagt, die Speichererweiterung, die in diesen 500er ja eingebaut ist. Denn am vorletzten Donnerstag, natürlich immer relativ gesehen zu dem Zeitpunkt, in dem das Video hier erscheint, da waren zwei Besucher hier im Museum gewesen und die haben sich doch dann schwer gewundert, dass der Amiga 500 hier in der Lage ist, MS-DOS laufen zu lassen. Und das ermöglicht eben die Speichererweiterung im Trapdoor-Slot, denn hierbei handelt es sich um ein KCS Power-PC-Board. Ein XT-PC, ein schneller XT-PC, angetrieben von einer NEC-V30-CPU. Und das Ganze lässt sich recht easy hier starten aus der Workbench heraus. Da sehen wir Power-PC-Board. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit den Power-PC-Prozessoren, sondern das soll einfach nur der Hinweis darauf sein, dass wir es hier mit einem PC haben, der halt eben Power unter der Haube hat. Naja, und im Prinzip ist es relativ unspektakulär. Wer MS-DOS kennt, der kennt so eine Boot-Sequenz hier. Spannend halt eben ist das Thema, warum läuft das Ganze auf einem Amiga 500. Naja, und da haben wir jetzt hier unser System. Ganz normal, wie man das halt eben so von MS-DOS kennt. Natürlich ist es kein Geschwindigkeitswunder, aber es ermöglichte damals wie auch heute dem geneigten Amiga-Anwender den Zugang zur PC-Welt. Und wenn man es natürlich ganz dreckig haben will, können wir auch mal hier eine Runde Windows starten. Wir haben hier eine CGA-Emulation laufen, leider nur in Schwarz-Weiß. Aber naja, von der Geschwindigkeit her ist das jetzt nicht immer so dramatisch, finde ich. Also man kann hier, auch Mausbedienung ist gegeben, kann man natürlich das ganze System so verwenden, wie man es auf einem ganz normalen, separaten PC auch machen könnte. Na, starten wir mal solitär. Erkennt man natürlich mit Schwarz-Weiß eher schwierig, was jetzt ist. Das ist klar, Abstriche an der Stelle muss man machen. Aber es funktioniert und es ist keine moderne Hardware, sondern es ist klassische alte Hardware, die hier drinnen läuft. Das Spezielle neben der relativ hohen Geschwindigkeit des NEC V30 Prozessors auf dem KCS Power PC Board ist, wie ich finde, halt eben einfach die Tatsache, dass wenn man den PC nicht braucht, wenn man den XT nicht nutzt, dann ist die Karte da unten drin nicht sinnlos, sondern dann verhält sie sich wie in die ganz normalen obligatorischen halbe Megabyte an zusätzlichem Arbeitsspeicher für die Amiga-Seite. Das ist ein sehr nettes Teilchen. Damit aber nicht genug, denn wir haben hier drin nicht nur den KCS PowerPC am Start, sondern wir können neben dessen XT-Fähigkeiten auch noch so ein kleines bisschen in die AT-Welt hineinschnuppern, in die Welt des PCs mit 286er Prozessor und 16 MHz. Dazu gab es ja schon ein paar Yesterchips-Folgen in der Vergangenheit, die könnt ihr euch dazu gerne mal anschauen. Vor allem zusammen mit dem guten Blind German, der ja quasi das Thema PC-Welt in anderen Systemen studiert hat, wenn man so will. Hier drin arbeitet die At Once und auch die ist ja per Software easy zu starten. Sie steckt natürlich nicht im Trapdoor drin, weil im Trapdoor-Slot ist ja schon das KCS Power PC Board. Die Advance steckt direkt drauf auf der 68000er CPU, beziehungsweise sie steckt im CPU-Slot und darauf sitzt der 68000er Motorola-Prozessor. Ja, und dann haben wir halt eben jetzt hier einen 286er am Start. Könnt ihr erleben hier im Yesterchips Heimcomputer und Spielekonsolenmuseum in Heingrund. Dieses Setup hier, denke ich, wird noch ziemlich lange hier am Start sein. Wüsste jetzt nicht, warum ich den Amiga 500 gegen irgendetwas anderes austauschen sollte. Es ist halt eben einfach einer der wichtigsten Heimcomputer, den wir hierzulande im Einsatz gehabt haben. In diesem Zusammenhang soll es das jetzt auch schon wieder gewesen sein. Gerne bis zum nächsten Mal oder halt eben bis zu eurem Besuch, entweder im Digital Retro Park Museum in Offenbach am Main oder hier im Yesterchips Heimcomputer und Spielekonsolenmuseum in Heingrund.
Bis dahin, Adele, ciao und bye bye.